Adidas Ace 15.1 SG Leder. Das sind die Fußballschuhe, die wir derzeit Leuten empfehlen, die aktuell neue Schuhe suchen und von denen wir uns vor allem auch Torhüter überzeugen wollen. Die Adidas Ace 15 kommen Ace-Linie-mäßig, sind eher klassische Schuhe. Das heißt, es sind zwar Fußballschuhe für Ballkontrolle, die jedoch ohne die typischen Elemente im vorderen Bereich auskommen. Das heißt, anders als bei der CTLR Web-Version kommt hier kein Synthetikmaterial mit 3D-Oberfläche zum Einsatz, sondern ein Premium-K-Leder-Material. Premium-K-Leder ist das gleiche Leder, was unter anderem im Copa Mundial zum Einsatz kommt. Und es sorgt dafür, dass gerade in diesem Bereich die Schuhe etwas breiter geschnitten sind und sich besonders gut dem Fuß anpassen. Der Adidas Ace 15.1 ist dabei das Topmodell, wie gesagt K-Leder-Version. Ihr bekommt die Schuhe mit SG und FG-Sohle. Ich habe jetzt hier die SG-Sohle. Die SG-Sohle deswegen im Moment ganz klar mit der Kombination der Nocken habe ich alles mit dabei. Ich habe längere Nocken, längere Stollen mit dabei, die ich auswechseln kann. Ich habe normale Nockenelemente aus einem FG-System dabei. Und ich habe sogar das Control-Ground-System mit dabei, das normalerweise für Kunstrasenplätze gedacht ist und das mich auch auf etwas härterem Untergrund unterstützt. Das heißt, gerade jetzt, wo die Platzverhältnisse komplett unterschiedlich sind, ist die SG-Version der Adidas Ace eine gute Wahl für jede Spielposition. Die Ace haben zudem den Vorteil, dass sie im hinteren Bereich zusätzlich nochmal eine Fersenkappe haben, besonders hier auch nochmal ein Protection-Element halt drin haben, sodass man etwas geschützter ist und die Passform allgemein etwas breiter geschnitten ist. Der Adidas Ace 15.1 SG ist deswegen auch für Torhüter gedacht, nicht nur wegen der Nockensohle oder wegen der guten Passform, sondern vor allem auch wegen dem farblichen Design, passend zu den aktuellen Adidas Ace Zones Pro Torwarthandschuhen. Die Fußballschuhe richten sich, wie gesagt, an jede Spielposition und kommen so mit Ledermaterial komplett auf Komfortstandard. Wie seht ihr das Ganze? Findet ihr auch, dass der Adidas Ace ein optimaler Schuh ist für alle Spielpositionen? Setzt ihr noch auf Lederschuhe? Nutzt die Kommentare zu eurer Meinung vom Adidas Ace 15.1 Leder.